Diese beiden Geschwister aus Guatemala gehen nicht mehr zur Schule. So wie 66 Millionen Mädchen weltweit müssen sie statt zu lernen täglich viele Stunden im Haushalt schuften und ihre kleinen Geschwister versorgen. Mädchen wie sie werden millionenfach gegen ihren Willen verheiratet und kriegen Kinder, wenn sie selber noch Teenager sind. So setzt sich der Kreislauf von Armut und Benachteiligung immer weiter fort. Am 11. Oktober ist Weltmädchentag. Er wurde auf Initiative der Hilfsorganisation Plan International von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die Augen der Welt für die Belange von Mädchen zu öffnen und ihre Rechte zu stärken. Die Welt ist immer noch ungerecht zu vielen Mädchen. Viel zu oft werden sie vernachlässigt oder gedemütigt, einfach nur, weil sie Mädchen sind. Schlimmste Auswüchse wie Zwangsprostitution, Kinderhandel oder Genitalverstümmelung sollten als das angeprangert werden, was sie sind. Menschenrechtsverletzungen. In Katastrophen leiden Mädchen und Frauen doppelt. Nach dem Bürgerkrieg in Mali sind 50.000 Flüchtlinge in das angrenzende Burkina Faso geflohen, über die Hälfte davon Kinder. Für die heranwachsenden Mädchen unter ihnen ist die Gefahr groß, Gewalt und sexuelle Übergriffe zu erleben. Deshalb ist es zum Beispiel wichtig, für Männer und Frauen getrennte Waschräume zu schaffen. Schauspielerin Marion Kracht besuchte ein Planernährungsprojekt in Äthiopien. Also Plan hat ja dort ein ganz großes Wasserprojekt. Das ist sehr, sehr wichtig. Dadurch haben Mädchen überhaupt die Chance, in die Schulen zu gehen, weil sie sonst stundenlang mit Wasserholen beschäftigt sind. Und dann hat in diesem Fall Plan eben auch noch wirklich Milchpulver ausgegeben, einfach so die Basics gemacht, damit die Menschen überhaupt überleben können. Weltweit haben in den vergangenen Jahren Naturkatastrophen bedrohlich zugenommen. Auch in Kolumbien müssen Küstenbewohner mit Tsunamis, Erdbeben und Überschwemmungen rechnen. Lange gab es keine Pläne für den Ernstfall. Nun lernen schon die kleinsten Kinder, wie sie sich bei einem Tsunami in Sicherheit bringen. Mädchen werden ermutigt, sich aktiv an Katastrophenschutzprojekten zu beteiligen und ihre Ideen einzubringen. Plan-Geschäftsführerin Maike Röttger ließ sich eine Evakuierung zeigen. Mädchen sind in Katastrophensituationen besonders betroffen, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, weil sie, da sie in der Regel nicht zur Schule gehen, alleine zu Hause sind, auf ihre kleinen Geschwister aufpassen oder als sehr, sehr junge Mütter schon auf ihre Kinder. Sie werden also komplett überrascht. Sie können in der Regel, da sie nicht zur Schule gehen, die Zeichen nicht lesen. Sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Über die Philippinen fegen mehr als 200 Taifune jedes Jahr. Diese Mädchen erstellten mit Hilfe von Plan einen Fluchtplan für ihre Schule, die direkt am Meer liegt. Für den Fall von Überschwemmungen oder Erdrutschen üben die Schüler seitdem regelmäßig Evakuierungen. Für Frauen und Kinder ist die Wahrscheinlichkeit, bei Naturkatastrophen zu sterben, deutlich höher als für Männer. Werden sie aber geschult und motiviert, sind sie es oft, die Lösungen finden.